Herzlich willkommen. Heute eine weitere Magnificat-Komposition. Also immer noch der Text aus dem Lukas-Evangelium, wo Maria selbst spricht, singt, preist, jubelt. Nächste Woche, im zweiten Teil meiner kleinen Marienreihe zur Ehren der Marienkirche hier nebenan, würde ich dann aber Texte nehmen, die über Maria gedichtet wurden. Also das ist dann die wirklich katholische Seite der Sache sozusagen. Heute also nochmal das Magnificat. Diesmal aber nicht ist die Grundlage der Tonus Peregrinus. Sie erinnern sich, dieser 9. Psalmton, der oft fürs Magnificat verwendet wird, sondern diesmal liegt der 8. Psalmton zugrunde. 8 Psalmtöne, also der letzte. Ich stelle Ihnen dieses Psalmtonmodell mal vor an einem meiner Lieblingspsalmen, nämlich dem Psalm 121. Ich singe mal die ersten 3 Verse einfach. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Der Himmel und Erde gemacht hat, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Der dich behütet, schläft nicht. Und so weiter. Man könnte jetzt den ganzen Psalm durchsingen. Sie erinnern sich an diese Mediatio, diese Mittelkadenz in der Mitte des Verses, wo dann Atem geholt wird. Man hört auch noch so dem Klang nach. Vielleicht überlegt man sich auch, wie jetzt der zweite Teil des Parallelismus Memorum weitergehen wird. Ja, Sie erinnern sich, diese 2 ähnlichen Teile. Und ich habe gemerkt, dass ich vorgestern in meiner kleinen Einführung zur Psalmodie nicht gesagt habe, dass das ja alternatim passiert. Also der zweite Vers schließt dann direkt an, weil die andere Gruppe, also es sind immer 2 Gruppen, die sich eben alternieren, alternatim singen. Möglichst stehen die gegenüber oder manchmal wird es eben auch so gemacht, dass die Schola beginnt und die Gemeinde antwortet oder so. Also diese zweite Gruppe, die schließt eben dann direkt an, weil die muss ja nicht groß Atem holen, die hat ja schon gewartet, die steht sozusagen in den Startlöchern und antwortet dann ganz direkt. Ein kleines Wort möchte ich auch noch zu dem Initium sagen, also zu dieser Anfangsfloskel, zu diesem Einschwingen in den Psalmton, bevor dann der Rezitationston kommt. Übrigens, der Rezitationston hat noch viele andere Namen, zum Beispiel heißt er auch Repercussa oder Tuba oder Tenor. Also, dieses Initium ist immer so ein Annähern an den Rezitationston, meistens so von unten eben. Also, diese 2 Töne oder manchmal auch im 8. Ton, ich hebe meine Augen, wird es noch ein bisschen länger verziert sozusagen, bevor man dann wirklich auf den Rezitationston kommt. Ab dem 2. Vers brauche ich das Initium nicht mehr, weil dann bin ich sozusagen schon eingeschwungen, also ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe! Gehe ich direkt rein, meine Hilfe steht im Namen, kommt vom Herrn. Beim Tonus Peregrinus ist das eine große Ausnahme. Der hat immer das Initium durchgehend. Diese kleine Verzierung, charakteristische Verzierung am Anfang. Sie erinnern sich bei Bach, da war dann der Cantus Firmus ja am Ende in Pfunznoten vorgestern. In langen Noten werden also immer dieses charakteristische Initium. Und ehrlich gesagt, beim Komponieren
jetzt auch bei der heutigen Komposition, was will man denn als Komponist mit diesem Rezitationston anfangen? Ja, das ist ja immer nur der gleiche Ton, das gibt ja nicht so viel her thematisch sozusagen. Deswegen haben die Komponisten dann oft eben, wenn sie über Psalmtonmodelle komponieren, das Initium oder auch die Mittelkadenz oder die Schlusskadenz im Vordergrund, weil das sind dann Melodiefloskeln, mit denen man ein bisschen Kompositionsmaterial, bei denen man Kompositionsmaterial hat sozusagen. Mein heutiger Komponist heißt Heinrich Scheidemann. Das ist wieder ganz frühe Orgelmusik. Er ist geboren 1595 ungefähr, man weiß es gar nicht so ganz genau, in Holstein und gestorben 1663 in Hamburg. Sein Vater war Organist an der Katharinenkirche in Hamburg und hat erreichen können, dass die Katharinenkirche seinem Sohn ein Stipendium gibt, sodass der bei Jan Pieterszoon Sweelinck, Sie erinnern sich, in Amsterdam studieren durfte, 3 Jahre lang. Scheidemann kam dann zurück und wurde Nachfolger seines Vaters nach dessen Tod in St. Katharinen 1629 und hat diese große Kunst Sweelinck also nach Deutschland gebracht, wurde dadurch sozusagen einer der Gründerväter der norddeutschen Orgelschule. Norddeutsche Orgelschule, ein wichtiger Begriff. Viele Komponisten fallen darunter, bis hin natürlich dann zum großen Meister Dietrich Buxtehude. Scheidemann hat viele freie Orgelstücke komponiert, Präambeln, Kanzonen und so weiter, aber am berühmtesten ist er eben durch seine Magnificat-Vertonungen geworden. Er hat über alle 8 Psalmtöne Magnificat-Stücke komponiert, nur nicht im 9. Ton, seltsamerweise im Tonus Peregrinus gibt es kein Stück von ihm. Die Stücke sind alle in Verse aufgeteilt, nur nicht das im 8. Ton, das ist durchgängig komponiert, das, welches ich Ihnen heute eben spielen werde. Es sind trotzdem aber in diesem Stück ganz viele verschiedene Teile. Ich finde, er zeichnet den Text des Magnificat sehr plastisch nach. Dieser Text ist ja durchaus drastisch zum Teil. Also Maria spricht solche Sätze wie, er stößt die Hoffärtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen und so weiter. Also sehr, ja, plastische Bilder eben, sodass dieser Text, der auch zum Beispiel in der Befreiungstheologie eine große Rolle gespielt hat oder in der feministischen Theologie und so weiter. Ich registriere das Stück deswegen sehr farbig, mit großen Registerwechseln, kann man sich vielleicht ein bisschen drüber streiten, aber ich finde es gut so. Und ich danke meiner Freundin Birgit Bach-Ernst wieder mal für ihre Hilfe beim Registrieren. Was den Cantus Firmus betrifft, so werden Sie es da ein bisschen schwer haben, das zu verfolgen, weil also er benutzt eben das Initium zum Beispiel oder die Mediatio oder die Schlusskadenz als Material für seine Komposition, aber das ist oft sehr versteckt. Also zum Beispiel am Anfang bringt er das Initium. So fängt das Stück an. Es liegt in Pfundsnoten in meiner linken Hand. Also hören Sie einfach zu, auf meine kleinen Finger können Sie achten, da liegt es drin. Ehrlich gesagt, wenn man das nicht weiß, ist es oft sehr versteckt. Im Pedal liegt es zum Beispiel, liegen die Cantus Firmus Noten und so. Vielleicht müssen Sie sich gar nicht zu viel Mühe geben, das immer zu entdecken. Das kann man eigentlich wahrscheinlich besser, wenn man es dann spielt selber oder studiert, das Stück.
Was aber gut zu hören ist, sind eben diese Farbwechsel, zum Beispiel eben an der Stelle, er hat mit seinem Arm die Hoffärtigen zerstreut. Da kommt zum Beispiel so eine Musik. Echos, ja, zerstreut und diese kraftvolle mit seinem Arm Musik. Und übrigens, natürlich, da ist schon noch der Cantus Firmus drin. Das ist die Schlussfloskel, ne, die Schlusskadenz und so weiter. Also, genießen Sie diese etwas archaische, vielleicht ein bisschen seltsame, in unseren Ohren ein bisschen ungewohnte Musik. Ich finde sie großartig. Und dann sage ich tschüss, bis morgen. Morgen ist Gottesdienst, kein Podcast, Gottesdienst. Vielleicht sehen wir uns ja auch. Ich hoffe, ich bin dabei natürlich. Und Pfarrer Hannemann hält den Gottesdienst. Und dann am Montag wieder im Podcast mit einem weiteren Marienstück. Schönes Wochenende. Thank you.